Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Und ich würde sagen, ich verkünde jetzt direkt mal den heutigen Gewinner meiner großen Adventsverlosung, wo ich ja jeden Tag 100 Euro an V-Bucks raushau, plus nochmal den Gewinner von gestern, da ich ja in der gestrigen Folge die Verlosung vom Battle Pass aufgelöst hatte. Und die beiden Gewinner, quasi die jetzt jeweils 100 Euro gewonnen haben, sind einmal der Maxi Stefan und dann noch der Luis Gerz. Ich blende euch die Bilder, die sie mir auf Instagram geschickt haben, hier mal ein. Also herzlichen Glückwunsch an euch. Und falls ihr auch heute dieses 100 Euro V-Bucks Paket gewinnen wollt, also diese 13.500 V-Bucks, die ich hier jeden Tag verlose, dann könnt ihr gerne jetzt noch am Gewinnspiel teilnehmen. Das geht jeden Tag, ihr habt jeden Tag wieder neu die Chance. Alles, was ihr tun müsst, um die V-Bucks zu gewinnen, ist mich einfach nur als Creator einzutragen. Also kurz in den Shop zu gehen, wenn ihr eine Runde Fortnite spielt und dort Snoxy als Creator einzutragen und mir ein Foto davon auf Instagram zu schicken, alternativ auch gerne per E-Mail oder über Twitter. Alle Infos dazu sind unten in der Videobeschreibung. Einfach nur Snoxy dort eintragen und mir das schicken. Und ja, schon könnt ihr jeden Tag 100 Euro in V-Bucks gewinnen, plus nochmal am 24. Dezember eine Konsole eurer Wahl. Also ja, nehmt unbedingt teil, falls ihr das gewinnen wollt. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zum heutigen Shop. Da haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben einen richtig coolen neuen Skin drin, nämlich die Einsatzleiterin. Dazu noch einen neuen Gleiter, nämlich den Hyper hier unten rechts. Beide Items habe ich mir auch schon gekauft, denn ich habe gestern Abend ja wieder in den neuen Shop reingestreamt. Das mache ich aktuell immer auf YouTube am Wochenende. Also wenn ihr mal Bock habt, dabei zu sein, einfach am Wochenende, also von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag, einfach mal auf YouTube abends vorbeischauen. Das streame ich immer bis zum neuen Shop. Fangen wir aber erstmal wie direkt hier mit der Einsatzleiterin an. Das ist ein blauer Skin für 1200 V-Bucks, ist so eine Art Polizistin, würde ich das schon fast bezeichnen, so eine SEK, so ein Sondereinsatzkommando. Schaut ziemlich cool aus, wie ich finde. Hat auch so eine kleine LED hier oben dran, die so rot leuchtet. Und der Backpack ist mal was richtig Besonderes, denn ihr seht schon, er hat hier eine reaktive Information. Und zwar ändert er die Farbe abhängig vom Schaden, den du an Gegnern verursachst. Heißt also, je mehr Schaden du machst, desto mehr beginnt das zu leuchten. Und zwar ist hier so eine Art LED-Anzeige, die ich glaube, die beginnt unten rechts, hatte ich schon mal getestet, und fühlt sich dann von unten rechts hier einmal im Kreis rum. Ihr seht es schon auf dem Bild hier, dass es dann so farbig zu leuchten anfängt, ist eine ziemlich coole Idee. Je mehr Schaden man halt macht, desto ja, weiter lädt sich das halt auf. Was ich nur als schon mal so ein bisschen Feedback dazu sagen kann, ist, was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass das Ganze langsam geht. Ich hatte irgendwie schon 4 oder 5 Kills gemacht, plus nochmal ein Flugzeug down geschossen, plus nochmal 2 Leute genockt und trotzdem war das nur bis hierhin gefüllt etwa. Also ich weiß nicht, ob man das genau sieht, meine Auszeiger hier etwa bis hierhin gefüllt, was natürlich ziemlich krass ist. Ich meine, wie viele Kills soll man machen, dass das komplett voll ist? Hochgerechnet vielleicht so 30 Kills mindestens, damit man das macht, dass man halt das voll hat, was ich ziemlich krass finde. Obwohl es vielleicht ja auch fair ist, dann sagt man, okay, es ist echt eine Challenge, das voll zu machen. Vielleicht mache ich das mal so als Video, eine Challenge hier, den Signalknoten komplett voll zu bekommen. Genau, also auf jeden Fall, das ist der neue Skin. Ich finde ihn ziemlich nice. Mir persönlich, wie gesagt, gefällt er ziemlich gut. Dann haben wir noch im nächsten Slot den Abstrakt-Skin drin für 1500 V-Bucks. Dieser Sprayer ist jetzt schon etwas älter. Ich fand diese Jacke immer ziemlich cool. Den Backpack finde ich persönlich jetzt eher nicht ganz so nice. Dann haben wir noch die passende Hacke dazu. Die finde ich ziemlich cool, nämlich den Graffiti-Roller für 1200 V-Bucks. Auch hier diese Effekte, die kommen, wenn man damit schlägt. Finde ich ziemlich cool. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Da haben wir erstmal den Aufgeweckt-Emote. Ja, und ganz nicer Tanz. 800 V-Bucks sind auch noch okay dafür. Dann haben wir im nächsten Slot den Hyperion drin, für, aus dem Hyper-Set, glaube ich. Genau, Hyper-Set für 1200 V-Bucks. Heute haben wir dieses gesamte Set drin, weil es gibt ja dazu passend den neuen Gleiter, den Hyper-Gleiter. Das ist quasi dieses Dreieck hier aus den beiden Skins und der Hyper-Hacke. Das, ja, werde ich alles gleich nochmal zeigen. Dann haben wir noch den Depp drin. Endlich mal wieder, nach langer, langer Zeit. Der war jetzt so lange nicht mehr drin. Für 500 V-Bucks. Einige meinten vorhin, dass der mal damit 200 V-Bucks gekostet hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall der Depp, einer der geilsten Emotes, die es überhaupt gibt. Sollte man sich heute also auf jeden Fall gönnen, ein richtig geiler Emote. Und dann haben wir noch den Blenden-Skin für 1200 V-Bucks. Ja, ich finde die Skins ganz okay aus diesem Hyper-Set. Ich bin persönlich einfach nur kein Fan von so Orangetönen, deswegen, ja, ich habe sie halt mir geholt, aber auch nicht so besonders häufig gespielt. Dann haben wir noch die Spektralhacke für 800 V-Bucks. Spiele ich mal kurz den Sound ab. Und dann quasi ein weiteres Highlight heute, nämlich den neuen Gleiter Hyper für 500 V-Bucks. Ja, ist ganz in Ordnung. Er passt, finde ich, ganz gut zu den Skins. Ansonsten 500 V-Bucks finde ich auch noch absolut in Ordnung. Ist halt wieder Standardmodell, aber wenigstens ganz cool Design von den Farben her. Und auch, dass das hier so eine reflektierende Oberfläche hat. Ja, 500 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Habe ich mir auch direkt geholt. Und dann würde ich sagen, springe ich jetzt auch nochmal direkt in-game. Und zwar rüste ich mal ganz kurz hier auch den neuen Skin aus. Er ist ja blau. Da ist er. Zack. Und dann gehen wir direkt mal in-game.
Game. Ich kann auch mal kurz einfach Solo gehen. So, jetzt ganz kurz in einem Solo-Match-Game. Ihr seht hier schon den neuen Skin. Er gefällt mir ziemlich gut. Er ist schön dünn und mir gefallen besonders die Farben ziemlich gut. Von diesem Blau und Grau sind ja Farben, die ich gerne spiele. Auch an meinem Avatar sieht man ja, dass ich ja ein Fan von Blau bin. Und jetzt schauen wir uns noch den neuen Gleiter an. Ich würde sagen, ich springe direkt mal raus hier ins Eisgebiet, dass ihr nicht so lange warten müsst, um den Gleiter zu sehen. Zack, Leertaste. Und ich würde sagen, ich öffne den Gleiter in 3, 2, 1, go! Genau, das ist der neue Gleiter. Jetzt nichts Spektakuläres, aber ich finde, die Farben sind eigentlich ganz okay. Passt sogar halbwegs gut zu diesem Skin. Fliegen wir mal ein bisschen runter noch. Dann kann ich nochmal kurz den Skin zeigen. Hier sehen wir noch schön beim Fliegen. Da geht schon jemand hin. Ich will jetzt eigentlich nur irgendwo landen, wo niemand sonst landet. Gehen wir einfach mal ganz kurz hier hin. Und ja, dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz den Skin. Von allen Seiten so möglichst. Von oben, von unten. Wir können nochmal ganz kurz hier was abbauen. Und ich platze meine Wand, da können wir noch ein bisschen ranzoomen. Genau. Jo, das ist dann der neue Skin. Vielleicht kann ich ja kurz nochmal eine Waffe holen. Dann kann ich noch einmal zoomen. So, da haben wir auch schon eine Shotgun, das ist eine Kiste, aber egal, das passt ja jetzt schon. Genau, also mal hier ranziehen. So sieht das Ganze dann aus, wenn man mit der Waffe scoped. Und ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem neuen Skin hier in die Kommentare. Und ja, das war's dann schon zu diesem Video. Ich verlinke euch jetzt noch ein Video auf die Endcard von gestern. Und zwar habe ich da über das neue The Block geredet, was ja jetzt in Risky Reels gelandet ist. So eine riesige Plattform und da kann man ja selber seine eigene Stadt hier in Fortnite einreichen. Quasi, dass eure Bauwerke hier auf die offizielle Fortnite-Map kommen. Wie das Ganze gemacht wird und was man dafür machen und beachten muss, das erzähle ich euch alles in diesem Video. Also ja, klickt einfach mal jetzt hier drauf und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Bis dann, macht's gut. Tschüss.